Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Kopfschmerzen. Ich möchte so ein paar Gedanken, Aspekte, Ideen mit dir teilen. Ich habe kürzlich, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube es war im Internet, so eine Headline gelesen. 56 Millionen Deutschen haben Probleme mit Kopfschmerzen. Ich kenne das Thema Kopfschmerzen aus meinem früheren Leben. Ich hatte auch so in regelmäßigen Abständen manchmal recht heftige Kopfschmerzen auch, die auch manchmal so ein bisschen migräneartig waren. Ich habe auch damals eigentlich nie Kopfschmerztabletten genommen. Ich habe so von mir aus überhaupt eine totale Aversion, Tabletten zu schlucken, Medikamente zu schlucken. Und ich habe es damals einfach immer irgendwie ausgehalten und wusste, so ein, zwei Tage, manchmal auch drei Tage, dann sind die Kopfschmerzen wieder vorbei. Ich möchte jetzt auch weniger heute in dem Beitrag auf ernährungstechnische Dinge eingehen, die sicherlich auch eine große Rolle spielen beim Thema Kopfschmerzen. Ich möchte mehr so auf mentale, energetische Dinge eingehen, die auch zu dem Thema Kopfschmerzen, Migräne beitragen können. Denn letzten Endes, wir können auch da dem Volksmund nochmal unserer Sprache etwas entnehmen, wenn wir uns in einem Thema, in einem Problem befinden, dann sind wir schon und nicht mehr weiter wissen oder das uns länger beschäftigt, dann sagen wir schon mal, Mensch, das Thema, das bereitet mir gerade Kopfschmerzen und das sagt es eigentlich schon. Unsere Kopfschmerzen, die wir haben, das ist nichts anderes, energetisch betrachtet, als Dinge, die wir mit unserem Verstand, mit unserem Kopf, mit unserem Denker, Probleme, Situationen im Leben nicht lösen können. Was einfach so in der Richtung den Verstand, den Denker, den Kopf im wahrsten Sinne des Wortes sprengt und zu diesen Schmerzen führt. Und wenn es ganz, ganz viel ist einfach, dann arten die Kopfschmerzen eben auch in Migräne aus. Und ich weiß, dass viele einfach, so üblicherweise einfach auch die üblichen Kopfschmerztabletten in der Handtasche haben und ganz rasch mal einfach dazu greifen, um die einzudämmen. Aber mal so vielleicht eine kleine Gedankenanregung, wenn die Kopfschmerztabletten wirklich helfen würden, dann könnte man ja eine Tablette schlucken und die Kopfschmerzen wären weg. Überwiegend sind sie nur gelindert, beziehungsweise sie kommen immer wieder. Und das ist so ein Indiz dafür, dass man mit Kopfschmerztabletten seine Kopfschmerzen ja nicht wirklich lösen kann. Dass das Symptom im Moment gelindert ist, dass aber die Ursache nicht gelöst ist. Und wenn ich so an mein früheres Leben zurückdenke, wo ich so mehr oder weniger regelmäßig Kopfschmerzen hatte, da gab es einfach so einige Situationen, einige Bereiche vielmehr in meinem Leben, wo ich absolut nicht auf meinem Herzensweg unterwegs war, wo ich Dinge gemacht habe, die nicht mir selbst entsprochen haben und die dann einfach im wahrsten Sinne regelmäßig meinen Kopf gesprengt hatten und in dem Kontext eben zu Kopfschmerzen geführt haben. Und seit ich jetzt wirklich zu 100% das mache, was mir am Herzen liegt und Entscheidungen getroffen habe, mich auch von Dingen und Themen gelöst habe, geändert habe in meinem Leben, sind Kopfschmerzen natürlich kein Thema mehr in meinem Leben. Wie gesagt, ernährungstechnische Dinge gehören auch mit dazu, viel Wasser trinken, um dem Körper zu helfen, auch zu entgiften und zu entschlacken und natürlich auch auf Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe, soweit einem das möglich ist, zu verzichten, das auch oftmals ein großer Part dazu führt, dass Kopfschmerzen entstehen. Aber die energetische, die mentale Ursache, ich glaube, das macht zum großen Teil eben auch den Kopfschmerz aus. Und das sind so meine Gedanken, die ich da einfach mit dir teilen möchte, wenn dich das Thema Kopfschmerz tangiert. Wenn du auch wie ich früher regelmäßig Kopfschmerzen hast, die vielleicht auch schon in Migräne ausarten oder tendenziell in die Richtung Migräne gehen, hinterfrag mal die Bereiche in deinem Leben, die dir im wahrsten Sinne des Wortes Kopfschmerzen bereiten. Stell dir mal die Frage, gerade in dem Moment, wo der Kopf schmerzt,
was hat das mit mir zu tun und was geht es ja jetzt eigentlich wirklich, was bereitet mir gerade den Schmerz in meinem Kopf, und lausch dann mal in dich hinein. Du wirst da Impulse, Aspekte, Ideen und Gedanken bekommen, und das Erkennen ist ja immer so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, wenn ich es erkannt habe, ja, den Bereich in meinem Leben einfach zu ändern. Und da gehört natürlich dann teilweise einfach auch Mut dazu. Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung und auch aus der Erfahrung, ja, von meiner Arbeit mit vielen Menschen in der Richtung nur den Mut auch hier mit meinen Worten schenken, dich auch da auf deinen Herzensweg zu begeben. Und jedes Mal, wenn dein Denker dir dann eben auch noch sagt, wenn dein Herz sagt, ich würde das gerne verändern, das bereitet mir gerade Kopfschmerzen, und dein Denker sagt dir, das geht aber doch nicht, weil, dann hinterfrag das bitte mal und such mal Gründe im Vergleich dazu, warum es denn gerade jetzt gehen kann. Denn dein Denker, dein Kopf, dein Verstand liefert dir immer Antworten. Und wenn du dich den Glaubenssätzen hingibst, das geht doch nicht, weil, und diese Gründe zulässt, dann wirst du Antworten bekommen. Und wenn du das Ganze umdrehst und ja, dir sagst, genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das zu verändern, weil, und diesen Satz dann einfach vervollständigst, dann wird das auch funktionieren. Es funktioniert auf beide Art und Weise, nur letztere Variante bringt dich einfach auf den Weg zu deinem Herzen. Ja, das sind meine Gedanken heute, die ich gerne mit dir teilen wollte zum Thema Kopfschmerzen. Falls dich das Thema interessiert, tangiert, schreib mir gerne auch mal ins Kommentarfeld rein, ob das auch hilfreich für dich war. Und ja, ich hocke hier gerade auf einer Parkbank in Barcelona. Es gibt jetzt noch ein paar Eindrücke, ein paar Impressionen für dich hier aus Barcelona. Ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, eine gute Zeit, schicke dir eine herzliche Umarmung und sage bis ganz bald. Das war die Irmgard. Ciao.